von Zelda Breath of the Wild. In der letzten Folge haben wir einen Titan gemacht und jetzt gehen wir mal ganz kurz zur Prinzessin und holen uns unsere Belohnung ab. Oh, du bist zurück. Ich bin froh, dass du gesund und munter bist. Wirklich, wirklich froh. Na, Boris ist zu seiner ursprünglichen Person Sache zurückgekehrt, bla bla bla. Hier sind zwei Truhen für dich. Okay. So, Nummer 1. Schatzsäbel. Nummer 2. Schatzschild. Ich muss hier den Boss nochmal machen, weil ich vergessen habe, ein Foto zu machen. Das war nicht schön, Leute. Gar nicht schön. So, ich wollte nur ganz eben sagen, es ist schon ganz schön Abend, deswegen werde ich euch nicht so lange aufnehmen und das einfach zusammenschneiden später. Ich habe gleich eine längere Fahrt vor mir und wollte dann nur eben sagen, dass ich auf der Fahrt Crocs aufmachen werde. Ein paar Crocs und so halt. Die ich hier zum Beispiel auch vormarkiert habe, wie da. Oder da hinten. Die werde ich machen. Ich werde noch nach Schreien suchen, aber die werde ich dann in den Folgen machen. Die Türme werde ich auch in den Folgen machen. Ja, das wollte ich halt nur eben sagen, weil nicht, dass ihr euch dann später wundert, dass ich auf einmal mehr Sachen markiert habe oder schon ein paar mehr Crocs. Ja, dann sehen wir uns gleich, wenn ich am nächsten Tag fertig bin mit meiner Reise. Ich möchte euch jetzt erstmal was zeigen, was ich von Hamburg mitgenommen habe. Ich war ja jetzt bei Hamburg letztens. Ich glaube, ich mache das unten. Ich möchte auch in dieser Folge jetzt ja den Turm machen. Das heißt, ich gehe dann auch schon mal in die Richtung runter, wo dieser Turm ist. Dort hinten. Okay, dann gehe ich hier runter. Hier ist ein schwarzer. Ich glaube, den muss ich noch eben fotografieren. Ich habe mich... Nee, doch, habe ich nicht. Habe ich ihn doch wohl noch. Ich wollte nämlich zeigen, ich habe nämlich mir was geholt, weil es gab es da bei diesem GameStop dort noch Zelda Amiibos, sogar eine von Breath of the Wild. Und ich habe jetzt eine ganz bestimmte Zelda Amiibo mit, und zwar Zelda. Unsere Breath of the Wild Zelda. Ist da. Ich gucke erstmal. Hyrule Gras haben wir schon. Die Pflanze. Ich hab die hier, die Spurtgerotte, gekriegt, als ich eine ganz kurze Mission gemacht habe, wo ich jetzt auch hinten beim Hateno-Institut. So. Also beim Hateno-Institut kann ich ja jetzt Bilder kaufen. Naja. So, wir gucken jetzt rein. Was ist in der Truhe? Ein Leuchtstein. Ich habe jetzt irgendwas Cooles erwartet, aber okay. Ich würde sagen, ich mache noch meine anderen drei Amiibos. Sind zwar keine Amiibos von Zelda, aber sie bringen auch Items. Äh.
Das war die Pikachu Amiibo. Hab ich. Andere Amiibos bringen ja meistens nur irgendwelche Ton mit irgendwelchen Items. Oder einfach nur noch so ein paar Sachen. Ich muss mich mal informieren, was die Zelda Amiibo alles so bringen kann. So, das waren schon alle meine Amiibos. Hätte mir es noch zeigen können. Ja, Kater. Leg die hier unten hin. So, ich habe auch währenddessen habe ich erlebt, wie Zelda zu mir gesprochen hat, hat gesagt, dass wir, wo, da wir ja jetzt so gut waren und alle Titanen gemacht haben, wir jetzt zum Schrein des Lebens zurückkehren können und da was abholen können. Das werde ich aber in einer anderen Folge machen. Ich möchte ja jetzt erstmal zum Schrein. Zum Turm meine ich. Nein. So. So, wir gehen ja jetzt schreien. Ich habe auch, falls ihr es bemerkt habt, ich habe hier hinten was markiert. Das sind nämlich ein paar Crocs. Die habe ich auf einer Seite markiert. Weil ich werde hier nicht alle einfach so suchen. Ich werde da wahrscheinlich natürlich einen Guide dafür nutzen, weil das wäre sonst so anstrengend des Todes. Ich muss sie ja insgesamt trotzdem noch suchen. Also ein bisschen Arbeit habe ich ja immer noch. Die werde ich dann auch alle absuchen. Aber ich habe hier hinten auch schon ein paar gefunden, drei Schreine. Weil die Schreine, die habe ich alle selber gesucht. Die habe ich nicht nachgeguckt. Werde ich vielleicht wahrscheinlich bei den einen oder anderen auch machen. Aber ich werde es natürlich so sehr vermeiden, wie es kann. Weil ich es auch ohne viel schöner finde, aber wenn es nicht anders geht, dann geht es nicht anders. Entschuldigt, dass ich mich jetzt so so kaputt anhöre. Das war ein langer Tag. So, das wird gleich ein krasses Battle. Und ich habe gerade bemerkt, es war eigentlich gar nicht so klug, mein Masterzeug kaputt zu machen. Denn um diesen, das ist ja der vom Schloss und hier nicht schön. Da sind ganz viele Wächter. Die lungern ja insgesamt um Schloss in Massen rum.
habe ein Rival ist Sturm. Damit muss ich versuchen, zumindest so hoch zu kommen, wie ich kann. Plan B wäre einfach jeden Titan wegzuschnetzeln, wie es den es gibt dort. Das ist aber der anstrengendere Plan, den ich eigentlich vermeiden möchte. Und da seht ihr, da ist schon einer. Aber ich. Ha 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 ha. Da merkt ihr es. 1, 2. Es war mehr als. Ich meine, es waren 3. Ich glaube, ich muss den aber. Oh. Okay. Bitte bemerk uns nicht. Einen konnten wir schon mal ausschalten. Ja, da hinten. Und da ist noch ein Läufer. Der Läufer macht mir nicht so viel Sorgen. Wehe, du gehst. Nee. Unter dir ist Bernstein? Warum ist unter dir Bernstein? Aber eigentlich wäre. Oh Gott, ich musste aber noch lang. Okay. Hast mich nicht gesehen. Die sind eher so dämlich und die können ja nur an einer Stelle stehen und deswegen. Lol, das war's. Ein Schuss. Okay, der ging auch mitten ins Auge, ne? Und ich meine. Ein antiker Pfeil ins Auge eines Wächters killt ihn auch One-Hit, sonst aber auch nicht. Au. Oh, perfekt gelandet. So. So, Leute. Schicker Stein erkannt, schicker Turm wird aktiviert. Datenübertragung beginnt. So, nähere Umgebung wurde jetzt auch wieder ausgefüllt. So. Ah, guck mal, was ich da gerade noch so sehe. Ah, guck mal, was sehe ich denn noch von hier so noch so?
ein Wächter. Ich sehe aber keine Schreine in der Umgebung, wenn ich ehrlich bin. So. Wenn ich eins weiß, dann, dass in der Umgebung vom Schloss Hyrule schon um die 10.000 Crocs sind, also. Da haben wir auch noch viel Spaß. So, was mache ich denn jetzt noch eben? Komm, wir gehen mal zum Schrein des Lebens. So. Wir sind beim Schrein des Lebens. Ja, stimmt, hier war auch noch ein Krog. So. Untersuchen. So, aber das machen wir in der nächsten Folge, Leute. Hoffen, ihr euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Haben wir den Turm von den inneren Hyrule, das innere Hyrule fertig gemacht. Also so gesehen Schloss Hyrule. Und jetzt sind wir gerade im Schrein des Lebens und die eine Sache zu machen, die Zelda mir gesagt hat. Schiegerstein erkannt und Träger erkannt. Pilotenprüfung wird installiert. Untersuchende Orte wurden auf der Karte markiert. Okay. Prüfung beginnt bei der Aufnahme dieses Schwertes. Ich würde es echt nicht Schwert nehmen, mehr so Zepter, aber. Okay. Wir speichern hier, weil. Leute, das ist nämlich die Prüfung für den Titan von Link. Einige werden sagen, das ist nicht der Titan von Link, aber es ist der Titan von Link, Leute. Boah, das kann nicht wahr sein. Und diese Waffe halt, die macht, ihr werdet sehen. Die nimmt uns zwar fast all unsere Leben. Ich bin der Priester Miskashia. Ich höre zu den Titanensteuerungen. Dies hier ist zu erreichen, erfordert eine große Aufgabe. Diese Waffe besiegt Gegner nur mit einem Streich. Doch es trägt einen nach einem Schlag besiegt du bist. Du kannst die Fähigkeit innerhalb der bestimmten Zeit nur zweimal einsetzen, wenn die Waffe leuchtet. Bei einer bestimmten Zeit erhält die Waffe leuchten, damit die seine Fähigkeit zurück. Gehe in die zu den vier Markierungen auf dem vergessenen Plateau. Besiege alle Monster dort, um die Stärke unter Beweis zu stellen. Wenn du nicht bereit fühlst, verlasse das Plateau. Die Waffe kehrt dann hierher zurück. Zerstörer. Null, also unendlich Schaden. Leute.
Und ich finde, das heißt schon mal was, ne? Also, eine Waffe, die um endlich Schaden macht. Schon krass. Die Rüstung hilft mir jetzt sowieso nichts mehr, aber ich glaube, wir sollten vielleicht mal die Kälteschutzrüstung anziehen, dass wir nicht direkt an Kälte Sache dann drauf gehen. So. Wo gehe ich denn zuerst hin? Im Wald der Seelen? Ich kann aber noch meinen Bogen nehmen, ne? Ja. Vielleicht habe ich auch zu wenig Pfeile. Das kann sein. Aber ich muss so sparsam damit umgehen. Erstmal da unten hin. Easy wird das. Das ist wirklich easy, Leute. Ich werde so oft sterben. Wahrscheinlich werde ich nach dem ersten Mal erstmal neue Pfeile kaufen. Wer ist denn da? Ich habe jetzt schon so viel. Ich habe jetzt schon viel zu viele Pfeile verschwendet. Ja, es war klar. Bam, bam, bam. Leute, ich kaufe mal eben genug Pfeile, damit wir ausgerüstet sind.